Mein Name ist Hermann Winkler. Ich habe Treffen zum Fast Forward Kongress die letzten 10 Jahre in China gelebt, habe dort ein internationales Luxusunternehmen geführt und habe mich in der Zeit natürlich intensiv mit dem chinesischen Luxuskunden auseinandergesetzt. Ich bin dem Thema chinesischer Luxuskunde auch nach meiner Rückkehr in die Heimat treu geblieben, habe mit Partnern Snowhow China gegründet, weil eines ist klar, der neue Luxus in China liegt in der Experience, also Schweizer Luxusuhren und italienische Luxustaschen sind out, Experience ist in, und bei Experience geht es in China jetzt sehr stark um das Reisen, aber auch sehr stark um den Sport und noch mal mehr um den Wintersport. Ich werde im Anschluss auch noch mal kurz erklären, was Snowhow China macht, aber ich habe Ihnen heute 3 Fast-Forward-Trends aus China mitgebracht und möchte Ihnen erläutern, wieso wir glauben, dass diese 3 Trends in der Kombination eine einmalige Chance sind für den alpinen Winter, also für die alpine Winterindustrie, aber auch für den alpinen Wintertourismus. Damit darf ich auch schon gleich einsteigen in den ersten Trend, den China-Tourismus Fast Forward-Trend. Zugegebenermaßen, die chinesische Mauer ist nicht immer so überfüllt wie auf dem Bild, aber wenn Sie zu Hauptreisezeiten unterwegs sind, kann es Ihnen natürlich schon passieren, dass Sie sprichwörtlich in dem Menschenstau stecken. Chinesen reisen aber nicht nur im Landesinneren intensiv, sondern auch international. China hat 2012 Deutschland als Reiseweltmeister überholt mit 82 Millionen internationalen Trips. Derzeit stehen wir bei 130 Millionen internationalen Trips und der Trend ist ungebrochen. Bis 2022 rechnet man mit mehr als 300 Millionen internationalen Trips von Chinesen. Das heißt, jedes Jahr kommen 17 Millionen Chinesen hinzu, die international reisen. Die Chinesen sind nicht nur reisefreudig, sondern sie sind auch sehr ausgabefreudig. Also mit 261 Milliarden US-Dollar geben sie in etwa doppelt so viel aus wie die Amerikaner, die in dieser Statistik an der 2. Stelle stehen und ungefähr 3-mal so viel wie die Deutschen. Ein Trend, der ungebrochen ist, ist jener des Free Independent Traveler und dieser Trend wird zunehmend stärker. Der Free Independent Traveler oder FIT ist ein idealer FIT für den alpinen Raum, weil neben der Freizeitgestaltung, die ganz klar das Nummer 1 Motiv der Auslandsreisen sind, steht das Erkunden der Welt und das Abenteuer an 2. und 3. Stelle. Und Outdoor-Erlebnisse im Winter wie im Sommer im alpinen Raum sind ganz klar Abenteuer für Chinesen. Wer ist dieser Free Independent Traveler oder der chinesische Luxus-Traveler? Im Schnitt ist er 28 Jahre alt, hat 1,6 Jahre im Ausland gearbeitet oder studiert, hat 13 Länder bereits besucht und gibt im Schnitt umgerechnet pro Haushalt pro Jahr mehr als 50.000 Euro für Reisen aus. Mehr als 50% dieser 50.000 Euro verwendet er für Shopping. Insofern natürlich ein sehr dankbarer und ausgabefreudiger Kunde. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, derzeit haben gerade mal 6% der Chinesen einen Reisepass. Also Sie können sich damit ausrechnen, was passieren wird, wenn man etwa ein amerikanisches Level mit 46% der Bevölkerung, die einen Reisepass besitzen, erreicht. Also die Chinesen haben das Reisen erst gerade entdeckt. Der 2. Trend, China Wintersport Fast Forward. 2022 wird Peking die erste Stadt sein, die sowohl Sommerspiele als auch Winterspiele austrägt. Es gibt eine ganz klare Vorgabe von Präsidenten selbst, der bis zum Jahr 2022 300 Millionen Chinesen zum Wintersport bringen möchte. Derzeit steht man geschätzt bei 40 Millionen. Und das ist kein frommer Wunsch, sondern das ist Regierungsprogramm.
Man sieht auch hier, dass natürlich eine Reihe von Gründen verantwortlich sind, wieso man so stark auf den Wintertourismus setzt. Natürlich hat man ein Problem in der Produktion, das heißt, China wird zu teuer, Tourismus ist extrem unterentwickelt, deswegen geht man sehr stark auf dieses Feld. Man will natürlich auch Strukturentwicklung betreiben, das heißt, reiche Chinesen aus Peking oder Shanghai, die dann in diesen Gebieten Urlaub machen. Und nicht zuletzt muss man natürlich auch die Chinesen zum Sport animieren, motivieren, raus aus den verdreckten Städten, wenn man verhindern will, dass das gesamte Gesundheitssystem in China explodiert. Das heißt, es gibt fundamentale Gründe, wieso die chinesische Regierung so stark auf den Tourismus und auf Sport und Wintersport im Speziellen setzt. Und somit haben wir auch ganz andere Voraussetzungen als beispielsweise in Russland oder in Sochi, das ein mehr einmaliger Hype war. Der dritte Trend und auch der letzte Trend, den ich Ihnen mitgebracht habe, China Digital Fast Forward. Es gibt kaum ein Volk, das so affin für Online-Themen, digitale Themen ist, wie die Chinesen. Die Online-Population beträgt 745, mittlerweile wahrscheinlich 750 Millionen User, das heißt mehr als Europa und Amerika zusammengenommen. Man verbringt auch deutlich viel mehr Zeit, also fast 4 Stunden täglich online und damit signifikant mehr als in anderen Ländern. Man spricht sehr stark von einer Generation M. Viele dieser jungen User haben das PC-Alter übersprungen und sind direkt auf das Smartphone oder direkt mit dem Smartphone eingestiegen. Sieht man auch, dass mehr als die Hälfte der Online-Sales bereits über Smartphones getätigt werden. China wird zunehmend ein WeChat, eine WeChat-World. WeChat ist eine Art Super-App, also viele Experten behaupten, dass WeChat eigentlich die Zukunft der Social Media vorwegnimmt, also eine Kombination aus WhatsApp, aus Facebook, aus Kreditkarte, aus E-Mail-Account. WeChat hat mehr als 700 Millionen Monthly Active Users, das heißt, sie werden eigentlich keinen Chinesen mit einem Smartphone finden, der nicht WeChat installiert hat. WeChat, die Chinesen verbringen etwa 30% der Zeit, die sie am Smartphone verbringen, mit WeChat. Und auch sehr spannend, mehr als die Hälfte der User haben ihren Bankaccount an den WeChat-Account gekoppelt. Das heißt, 350 Millionen Chinesen bezahlen mit WeChat und machen WeChat damit natürlich zu einem der größten Finanzinstitute Chinas. Wenn ich jetzt diese drei Trends zusammennehme, einmal den Tourism Trend und hier nur Ctrip als eine der dominanten Buchungsplattformen, wenn ich den Run for Wintersport hinzunehme, gestützt von der besten, effektivsten Marketingagentur, die es überhaupt gibt, also Kommunistische Partei Chinas, und diesen Online-Trend hinzunehme, dann habe ich eine, was wir glauben, die enormste oder die größte Chance für den alpinen Winter. Was muss passieren? Und angesichts der Zeit können das nur kurze Handlungsempfehlungen sein. Aber natürlich muss man einmal wissen, was auf einen zukommt, welche Welle, welcher Tsunami sich da aufbaut. Das hoffe ich, habe ich in der Kürze der Zeit erledigen können. Also Sie können nicht mal sagen, Sie wüssten nicht, was auf Sie zukommt. Man muss Stärken bündeln, ganz klar. Also auch die Größten, auch die Erfolgreichsten sind zu klein für China. In dieser Anfangsphase geht es sehr stark um die Positionierung und dazu muss man Kräfte bündeln. Sie sollten sich auch sehr klar überlegen, was ist meine Story und diese Story dann auch erzählen. Also das kann die James Bond Story in Sölden sein, die sich natürlich extrem
einfach an den asiatischen Konsumenten erzählen lässt. Das kann aber auch das chinesische Snowboard-Team sein, das im Kaunertal trainiert und Snowboard ja ganz groß ist in China und somit eine ideale Gelegenheit bildet. Sie sollten schnell sein, ich werde mich auch beeilen. Das Zeitfenster schließt sich, das heißt alles, was Sie jetzt vor der Winterolympiade schaffen, ist natürlich viel einfacher und viel billiger als danach. Sie müssen sich auf den digitalen chinesischen Konsumenten einstellen. Sie sollten auch mutig sein und sich ganz klar positionieren. Sie sollten Chinesisch lernen, aber natürlich nicht die Sprache, sondern im übertragenen Sinn sich auf den chinesischen Kunden einstellen. Ich glaube, das ist nicht so schwer, aber es muss getan werden. Sie müssen den Wasserkocher aufs Zimmer stellen oder die Instant-Nudeln auf den Frühstückstisch. Und Sie sollten auch unserer Plattform beitreten, Snowhow China. Wir haben uns spezialisiert auf Social Media für alpine Unternehmen und Destinationen im chinesischen Raum. Wir machen aber auch sehr viele physische oder schlagen physische Brücken in den alpinen Raum, indem wir Medienreisen organisieren, indem wir Blogger, Influencer in den alpinen Raum bringen, indem wir Städtepartnerschaften organisieren, Skigebietpartnerschaften organisieren oder wie in Kürze werden wir mit einem Partner das erste Fitnessstudio in Shanghai eröffnen, das rein auf den Skisport ausgelegt ist. So viel zu Snowhow China. Wenn Sie Fragen, Interesse am Thema China haben, sind wir für Sie da. Sie können uns natürlich über WeChat kontaktieren oder ganz traditionell über E-Mail oder Telefon. Danke. Herr Winkler, herzlichen Dank. Ich glaube, da tun sich ganz neue Märkte auch auf, die man wissen muss, wie sie zu bearbeiten sind. Auch gerade die kulturellen Unterschiede sind, glaube ich, Themen, denen man offen begegnen muss, wo man aber nicht alle Fehler jedes Mal von Neuem machen muss. Herzlichen Dank für weitere Fragen. Ebenfalls gerne später. Danke.